Since we know place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Though it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. No, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Weihnachten, ein Fest der Familie. Niemand sollte an Weihnachten einsam sein. Und doch taucht die Einsamkeit gerade an diesem speziellen Fest bei vielen von uns auf. Oft fällt es in all dem Trubel, der Heiterkeit und dem Glitzer gar nicht auf, dass Menschen um uns herum in der Tiefe der Einsamkeit versinken. Thank you.
Wer kann diese Leere in der Seele füllen? Auch die Weihnachtsgeschichte beginnt mit Einsamkeit. Das ist Josef. Einsam. Traurig. Verloren in Gedanken. Wie konnte es nur so weit kommen? Drehen wir die Uhr ein paar Tage zurück. Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war verlobt mit einem Mann namens Josef, ein Nachfahren von David. Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Hab keine Angst, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Er wird für immer über Israel regieren und sein Reich wird niemals untergehen. Wie soll ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte, Elisabeth, ist noch in ihrem hohen Alter schwanger geworden. Was? Alle haben immer gesagt, die sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits in ihrem 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich.
Ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Alles, was du gesagt hast, soll wahr werden und mir geschehen. Ich muss es Josef erzählen.
Josef konnte Marias Geschichte nicht glauben. Er dachte, sie sei schwanger von einem anderen Mann. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Das ist Josef. Einsam. Traurig. Verloren in Gedanken. Einige Tage später sucht Maria in ihrem Trennungsschmerz und der Einsamkeit ihre Verwandte Elisabeth im Bergland von Judäa auf. Sie hatte keine Kinder, da sie unfruchtbar war. Doch dann wurde sie im fortgeschrittenen Alter auf übernatürliche Weise schwanger. Gesegnet, weil du
geglaubt hast. Und gesegnet ist auch dein Kind. Welch Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du mein Haus betreten und mich begrüßt hast, da hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Du bist gesegnet, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Nachdem Josef entschlossen hatte, Maria zu verlassen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien.
Gott, du bist hier bei mir. Danke. Josef tat, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Kind geboren war. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Menschen des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Alle Menschen reisen in ihre Heimatstadt, um sich für die Volkszählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in die Stadt Davids reisen. So machten sich die hochschwangere Maria und Josef ganz allein auf sich gestellt auf den Weg. Thank you.
Make safe the way that leads on high, and close the path to misery. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee. Wir sind nicht alleine. Emmanuel. Gott ist mit uns. Genau hier. Genau jetzt. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil es im Zimmer keinen Platz mehr für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. Keine Angst, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, zur Welt gekommen. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. There is no distance. Cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. Thank you.
Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gesehen und was der Engel ihnen gesagt hatte. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. So, die Weihnachtsgeschichte hat mega viele Aspekte. Einsamkeit zum Beispiel. Dann Josef ist mega enttäuscht, dass das Leben anders kommt als erwartet. Maria völlig überfordert, dass Gott ihr Leben auf den Kopf stellt. Und die Hirten eigentlich vom Leben so ein bisschen disqualifiziert, ein bisschen rausgemobbt aus der Gesellschaft. Es ist kein Wunder, dass die Engel, die haben Hochbetrieb gehabt. Die mussten andauernd sagen, hab keine Angst und hab keine Angst, die Hirten. Und Maria, hab keine Angst und Josef, hab sowieso keine Angst. Also die Hirten haben immer das sagen müssen, hab keine Angst, weißt du wieso? In Jesaja steht geschrieben, dass eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, heißt Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist für mich ein mega wichtiges Wort geworden, so die letzten paar Monate. Ich habe in der Zeitschrift Stern, vielleicht kennt ihr das, ein Coverbild, wo drauf steht, das ist mir zu viel. Weil heutzutage ist es ganz krass, wir hatten Corona hinter uns und jetzt ist der Nahostenkonflikt ist da und der Ukraine-Krieg ist da. Und dann haben wir das ganze Klimaproblem und dann die Möglichkeit, dass Donald Trump wird wieder Präsident. Und irgendwann bist du mittendrin und ich merke, das Thema Angst ist etwas, was uns alle mega, mega beschäftigt. Und die Engel würden sagen, hab keine Angst. Und Angst ist eigentlich, kann man gut erklären mit, den habe ich gefunden. Das ist ein Schweizer Schneelöwe, Tiger. Sehr, sehr selten, also da gibt es ganz, ganz wenige von denen. Und das Thema Angst kann man eigentlich gut erklären mit diesem Tiger. Ganz, ganz einfach. So, die Bibel sagt, wie kommt man von Angst? Also wie kommt man, wenn man Angst hat, wie kommt man von Angst zu glauben? Das ist eine ganz krasse Frage. Und ich möchte es ganz kurz erklären am Anfang vom Schneetiger. So, wenn ein Schneetiger dir begegnet, zum Beispiel wohnst in Greifensee, geh spazieren ganz alleine früh am Morgen, nicht mal die Enten sind wach, und dann begegnet dir dieser Tiger. Weißt du, was Angst macht? Es entwickelt eine Überlebenskraft. Also wenn du in der Gefahr bist, dann hast du plötzlich Kräfte, die sind eigentlich vorher gar nicht möglich gewesen. Also dieser Tiger begegnet dir, jetzt mal ganz kurzes Beispiel. Du hörst, der Magen knurrt, ihm sabert so raus aus dem Mund, er scheint Hunger zu haben und dann geht er auf die Knie, beginnt zu beten, Vater, segne diese Speise, unsere Kraft und dir zum Lob und Preise. So, und das bist genau du, oder? So, was in dem Moment passiert, du entwickelst eine Kraft, die ist gewaltig. Du hast ein Smartphone. Und in dem Moment spielt es keine Rolle, hast du mit einem Cover oder kein Cover. Du nimmst es und du haust diesen Tiger mit dem Smartphone kaputt und der Kratz spielt plötzlich keine Rolle. Und wenn das Smartphone nicht funktioniert, nimmst du ein iPad. Funktioniert dein iPad nicht, dann hast du eine Vase gefunden von deiner Tante Emma. 1,2 Millionen Schweizer Franken und du haust sie rauf. Muss so teuer sein. Im Moment spielt alles keine Rolle, stimmt's? In deiner Angst entwickelst du eine Kraft, die du nur einmal hast. Ich habe ein krasses Bild erlebt. Meine Frau, ich habe meine Frau immer motiviert, mit mir Motorrad zu fahren. Das ist ja der Traum von allen Schweizer. So, meine Frau hat ein Motorrad gekauft und dann sind wir an einem Tag über die Pässe gegangen, über den Iber-Eckberg, Susten, Grimsel, Furka und der Klausen und nach Hause, das ist gefühlte 7 Stunden und x Bergen. Das ist ein Bild von meiner Frau da vom Grimselpass. Blauer Himmel, logisch ohne Photoshop, so ist die Schweiz immer. Und meine Frau lächelt da oben und hunderte von Kurven und wir kommen nach Hause am Abend. Und ich habe gedacht, so, meine Frau, jetzt ist sie voll dabei in dieser Motorrad-Gang von mir. Sie stellt das Motorrad hin und sagt, nie wieder. Ich sage, wieso? Sagt, ich hatte bei jeder Kurve Todesangst. Und das hat mir so Adrenalin gegeben, nie mehr.
Und heute sagt meine Frau zu mir, wie war das möglich? Und in einem Todeskampf hast du Energie, das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Das Zweite, was aber Angst auch in dem Sinn macht, es bringt auch ein bisschen Egoismus hervor. Also jetzt stell dir mal vor, mal ganz hypothetisch, dieser Schneetiger kommt hier die Türe rein. Hier. Und bleibt in der Mitte stehen. Sein Magen knurrt höchstens bis zur Empore hoch. Es sabbert noch immer. Er geht auch auf die Knie, beginnt zu beten für die Speise. Und in dem Moment würde ich sagen, Jungs und Mädels, chill the rabbit, kommt mal alle runter. Das ist alles gar nicht so schlimm. Zuerst gehen die kleinen Kinder raus mit den Müttern. Und dann die Leute, die ein bisschen länger Zeit brauchen, wie beim Flugzeug. Und wenn dann die mal draußen sind, dann kommen noch der Rest. Wenn ein Tiger hier drin wäre, fördert Angst immer dein Egoismus. Hast du gewusst, in deiner Angst kommen Themen hervor. Da bist du schockiert. Die waren schon immer da. Druck bringt nur das hervor, was tief in dir drin ist. Angst kann bedeuten, du hast Angst, einsam zu bleiben, dass niemand dich liebt, niemand dich mag. Das schon ausstrahlst, wirst immer einsam bleiben. Also in deiner Angst kommen Themen hervor, die sind schon immer da, aber plötzlich wird es offensichtlich. Das Dritte, was eine Angst macht mit diesem Schneetiger, ist ganz, ganz interessant. Es fokussiert mich immer weg von Gott. Warum ist das so? Wenn man Hirnforschung macht, hat man festgestellt, dein Hirn ist nicht Multitasking, liebe Frauen und Männer. Dein Hirn kann nur sich für eine Sache Zeit und Gedanken machen. Entweder du hast Angst vor diesem Tiger und dein Hirn sagt Angst, 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 Tiger, 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 Hunger, Hunger, Knurre, Knurre, Massen, Sabber, Sabber, Sabber auf die Knien, du bist das nächste Opfer. Oder du drehst dich um und sagst Immanuel. Gott ist dennoch und trotzdem bei mir und dein Hirn kann nur entweder Gott anbeten oder du machst dir Angst, es gibt nichts in der Mitte. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt die Bibel, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben. Geist ist nicht ein Gefühl, es ist ein Geist. Sondern Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das bedeutet, Kraft bedeutet Gott legt dir nie mehr zu, als du jemals tragen kannst. Und Liebe bedeutet, dass Gott dich nicht einen Moment alleine lässt und sagt, sonst bin ich gespannt, wie du das mit dem Tiger löst. Und Besonnenheit kann bedeuten, dass Gott dir sagt, was ist dein Anteil, um das zu lösen und was wir Gott konkret lösen wollen für uns. Und ich möchte da ein bisschen so zum Ende kommen, weil die Bibel, in der Weihnachtsgeschichte gibt es so viele Wunderstories, aber es hat auch Frauen und Männer in der Bibel, die haben gewaltige Dinge erlebt, von denen träumen wir nur. Ich denke an Paulus. Der Paulus hat gesehen, wie blinde Menschen werden sehen. Taube Menschen können hören. Der hat gesehen, tote Menschen stehen auf. Der hat das Wunderpaket gesehen. Und man denkt mal, wenn man mal so viele Wunder erlebt hat, dann wird man nie mehr zweifeln, man hat nie mehr Angst, man hat nie mehr Sorgen, dann ist man so durchgebrochen, oder? So. Dann hat man's. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 27, das musst du mir mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Schlaflose Nächte bedeutet, man dreht sich wie eine Omelette und man macht sich Sorgen, man hat Angst und man hat Zweifel. Oft litt ich an Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Also es ist so, wenn du einmal ein Wunder erlebst und wenn du auch mit Gott unterwegs bist, heißt das nicht per se, plötzlich ist Angst und Sorge ist kein Thema mehr. Es klopft immer wieder anders an als das letzte Mal. So meine Frage ist, wie komme ich von Angst mit diesem Tiger, mit der Grafik, wie komme ich von Angst konkret hinein in den Glauben, dass wir diese Dinge auch überwinden können, dass Gott uns sagt, hab keine Angst. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6 bis 7, sind drei ganz einfache Gedanken, wo ich schließen möchte, macht euch keine Sorgen. Kein Schweizer macht sich Sorgen, niemand aus Deutschland und Österreich niemand. Ihr dürft
in jeder Lage, auch wenn dieser Schneetiger da ist, zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und jetzt kommt der Satz, dann wird Gottes Frieden, der unseren Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus, in Christus verbunden seid. Und Paulus sagt drei Dinge. Erstens, erkenne deine Angst. So meine Frage ist, was ist dein Schneetiger? Von was hast du Angst? Man darf die Angst nicht bagatellisieren, auch nicht größer machen, sondern ich möchte sagen, du musst deiner Angst in die Augen schauen. Und sehr oft verdrängt man, sagt, ja, weißt du, aber weißt du, meine Angst, also mein Schneetiger, also mein Problem ist eben, das hat es noch nie gegeben. Meine ist so groß und so krass, ich bin eben ein Sonderfall. Ich habe so ein paar Ängste aufgeschrieben, dass du überlegen kannst, was ist so deine Angst, die dich im Moment begleitet, vielleicht sogar auch schlaflose Nächte gibt. Und das ist meine erste Frage. Zweitens sagt der Paulus, wir sollen Gott sagen, was uns fehlt. Und oft habe ich so ein Gebet gebetet, ich spreche von mir, Jesus, bitte nimm alle Ängste weg von mir. Kennst du das? Nimm alle Schneetiger weg von mir. Aber es ist interessant, es ist ein passives Gebet. Als würde Gott zu mir kommen und sagen, oh, okay, was läuft? Die Bibel sagt, wir sollen unsere Ängste zu Gott bringen. Du bringst deinen Schneetiger. Bringen heißt so, da bringe ich dir dieses Teil. Ich bringe es. Bringen es ist aktiv. Bringen bedeutet, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Es ist was Aktives. Man kann auch mit Ängsten leben wollen, weil dann hat man immer eine Entschuldigung. Bist immer das Opfer, bist nie der Schuldige. Darum sagt die Bibel, bring dein Anliegen zu Gott. Und dann sagt Paulus, und jetzt ist etwas, das habe ich jahrelang nicht verstanden, dass wenn wir Gott Danke sagen, dann beginnt Gott zu sorgen. Der Schlüssel von Glaube ist Danke. Und die Psychologen im Hirn würden sagen, das ist sehr logisch. Deine Gedanken können nur entweder oder. Entweder Angst, Tiger, Essen, hat gebetet. Oder ich drehe mich um und es gibt und ich zeige ihm meinen Rücken und ich beginne Gott zu danken, dass Immanuel, er ist mit mir, ohne ihn würde ich nicht leben. Er ist der Grund, er wird geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Mein DNA, meine Begabung, meine Leidenschaft, alles kommt von Gott. Und ich beginne Gott zu danken. Wenn ich Gott Danke sagen kann, man hier nur eine Sache. Du siehst, Gott ist groß. Und plötzlich ist ein Schneetiger noch da, aber ist nicht mehr das Thema. Dankbarkeit ist etwas, was man lernen darf. Ich habe eine Geschichte gelesen und die ist so einfach. Eine Mausfamilie. Die Mauseltern hatten drei kleine Mäuse. Und eines Tages kam der Kater, der große, weiße Kater. Und der Kater stand vor die Mausfamilie und der Vater wusste, unser Leben ist jetzt zu Ende. Und der Mausvater stand zum Kater hin, machte sich mäusigroß und fing an zu bellen, wie ein Hund. Wuh, wuh, wuh. Der Kater, völlig irritiert, dreht sich um und läuft weg. Und die Kinder gesagt, wow, wie hast du denn das gemacht? Der Vater gesagt, Kinder, ich habe euch eine Lektion gelernt, dass Fremdsprachen zu lernen ist lebenswendig, notwendig. So, was ist die Fremdsprache Gottes? Ist Dankbarkeit. Liebe Schweizer, das dürft ihr lernen. Leute aus Deutschland, Dankbarkeit, OMG, das dürft ihr sehr gerne lernen.
Dankbarkeit ist etwas, was uns oft verloren geht. Und das ist der Schlüssel, dass egal wie die Situation ist, drehe mich um und ich beginne meinen Schöpfer anzuschauen. Ein Gott, der zu Maria und Josef sagt, ihr habt keine Angst. Zu den Hirten, ich habe euch nicht vergessen. Dieser Gott ist heute genauso da. Ich möchte dich heute einladen, mit mir zusammen zu beten, vielleicht zum allerersten Mal. Ich glaube effektiv, dass wenn wir beten zu einem Gott im Himmel. Der, der in der Weihnachtsgeschichte aktiv war, hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um uns in der Situation, wo wir drin sind, Hoffnung zu geben, wenn die Welt uns keine Hoffnung geben kann. Ich möchte dich einladen, ganz kurz die Augen zu schließen, wenn du es willst, sonst kannst du sie offen halten, aber das macht keinen Sinn. So, lieber Gott im Himmel, hier bin ich. Und du hast mich geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Du hast mir den ersten Atem geschenkt. Und mein Herz schlägt, weil du es willst. Und du siehst meine Situation, wo ich drin bin. Du kennst die Bereiche, wo ich berechtigt vielleicht mir Angst und Sorgen mache. Ich bringe meine Ängste zu dir. Ich möchte einen Moment im Gebet wie Stille halten und ich möchte dich fragen, was sind deine Ängste? Sag das innerlich in deinem Herzen. Sprich es aus dem Herzen, was du diesem Gott bringst an deinen Ängsten. Dann werde ich dieses Gebet zu Ende beten. Aber bring die Ängste aktiv beim Namen zu ihm. Ich danke dir, dass du für jedes Detail in meinem Leben sorgen wirst. Du bist Immanuel, der Gott, der ist mit mir. Und ich drehe meinen Rücken zu meinen Sorgen und Problemen. Und ich schaue auf zu dem Gott im Himmel, der der Grund ist, dass ich lebe, dass ich existiere und auch atme. Ich lege alles in deine Hände. Und du wirst für mich Wunder bewirken, wie es du an Weihnachten gemacht hast. Und wir sagen Amen. Das Wort Amen heißt nicht Probst. Das Wort Amen heißt, so sei es. Und wir haben heute zusammen gebetet, dass Gott dein Gebet erhört. Und ich möchte es bewusst über dir aussprechen, dass du Weihnachten erlebst in einer Dimension, du sagst, wow, da war ein Amen. Und Gott hat Dinge in Bewegung gebracht, die sind spektakulär. Amen. Nothing more pure.
Ja, diesen Retter, von dem wir singen, von dem wir spielen, diesen Retter möchten wir zusammen anbeten und möchten wir Lieder singen. Wenn du magst, kannst du aufstehen mit uns und diese nächsten zwei Songs als gesungene Gebete singen. Du wirst die Texte eingeblendet sehen und kannst diesem Gott einfach dein Herz hinhalten. Jesus, du bleibst für alle Zeit.
Come on, woo! Come on! So, ihr dürft ganz kurz Platz nehmen. So, ich bin immer mega bewegt jedes Jahr, weil unser Team macht einen großartigen Job. Die schreiben das, die proben, die üben, die tanzen. Wenn ich die Tänzer anschaue, ich hätte schon lange einen fünffachen Halswirbelbruch, oder? Aber die sind so wie aus Gummi gefüllt, oder? So, lasst uns unserem Team mal einen großen Applaus geben. Hinter der Bühne, überall. Danke für den Applaus. Da. So, bevor wir heute Abend das Ganze beenden, ich möchte ganz kurz, wenn du das Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, das machen wir jedes Jahr so, wir haben so eine Starterbibel, da steht die ganze Weihnachtsgeschichte drin, auch, das kannst du auch online beziehen, das ist ein QR-Code drin. Wenn du rausgehst, stehen Frauen und Männer da mit der Bibel, das ist unser Weihnachtsgeschenk an dich, wo du einfach drin lesen kannst, dass Immanuel, Gott ist mit dir in jeder Situation, und ich finde das mega ermutigend. Wir sammeln jedes Jahr eine Kollekte ein, und was ich liebe an uns, wir sind treu, wir haben ein paar Projekte, wo wir seit Jahren einfach kontinuierlich unterstützen, und wir unterstützen jedes Jahr mit diesem Christmas Experience unser Weihnachtsfest für die Menschen, die kein Zuhause haben. Ganz kurz ein Video, dass du weißt, für was wir heute Abend spenden, dass du auch weißt, für was wir das Geld eingesetzt. Let's roll the clip. Ich finde es mega cool, was für Gemeinschaft da herrscht. Was für eine Stimmung. Ein riesiges Gebetsanliegen von mir war, dass wirklich die richtigen Leute dürfen am Tisch sitzen miteinander. Und jetzt an diesem Abend wirklich Gemeinschaft sehen, an diesem Tisch, die Freude auf diesen Gesichtern, es hat mich so unglaublich berührt. Es ist richtig familiär. Ich habe in diesen Jahren immer gerne mitgeholfen, mitgearbeitet. Und jetzt bin ich als Gast da, und es ist trotzdem immer ein tolles Erlebnis. Die Gemeinschaft ist mir sehr wichtig, und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Jetzt doch der grosse Schlitten, und hat gedacht, all die Geschenke, die passen doch alle in meinen Schlitten. Aber dann habe ich kapiert, dass der Jesus da, dem sein Geschenk gar nicht in den Schlitten hineinpasst. Jetzt muss ich das ganze Konzept noch ein bisschen umdenken, habe ich das Gefühl. Aber das kommt, denke ich. Come on. So, ja, yeah, come on. So. So, die Kollekte sammeln ein für, das ist dann unser Weihnachtsgeschenk. Das sind, wie gesagt, Leute, die kein Zuhause haben. Das sind immer hunderte von Leuten, die kommen. Wir kochen für sie, wir haben Geschenke für sie. Wir möchten eine Church sein, die auch für die Leute großzügig sind. Du hast zwei Optionen jetzt zu spenden. Du hast den QR-Code auf dieser Leinwand. Das ist der Moment, wo du dein Smartphone nach vorne zügen kannst. Und es gehen so Körper durch die rein. Du kannst auch Cash geben. Für die, die sagen, ich habe den Bitcoin nur digital. Das wäre dann natürlich dann, wie gesagt, über den QR-Code. Und sonst danke für alles, was du reingibst. Ob du 100 Franken, 50, 20 Euro reingibst, vielen Dank, weil das wird wunderbar eingesetzt. Ist gut, so gehen die Körper schon durch die Reihen. Sehe ich das schon? Ja, genau, es kommt, genau. Sonst am besten Smartphone nach vorne, und dann kommt das mega gut. So, während ihr Kollekte sammeln, habe ich so zwei Ansagen. Die sind ja Multitasking, oder? Richtig, oder? Nicht? Doch, das könnt ihr. Also, wenn wir das einsammeln, ich und meine Frau, wir haben ein neues Buch geschrieben, ist letzte Woche rausgekommen. Träume wie niemals zuvor. Das ist das Thema von Josef, einer meiner Lieblingsmenschen im Alten Testament. Der hatte die Gunst Gottes. Egal was er tat, es gelang ihm alles. Wir werden dieses Buch draußen signieren. Das machen wir nur an diesem Wochenende. Dann nicht mehr. Und denkt daran, eine Unterschrift kann in 100 Jahren wie Picasso
Ja, ich weiß nicht, man weiß nicht. So, wir werden dann im Januar zusammen eine Serie starten über den Josef. Ich freue mich für das mächtig. Die nächsten zwei Sonntage haben wir spezielle Celebrations. Wir haben Candlelight Celebration. Wir werden mit Lichtern, mit Kerzen zusammen Weihnachtslieder singen. Es wäre auch etwas, wo du deine Leute einladen kannst. Ein wunderbarer, schöner Sonntag mit schönen Liedern, Weihnachtssongs. Und dann am 24. Dezember unser Sonntagmorgen Christmas Celebrations. Und dann haben wir unsere Jesus First Conference. Für alle, die noch sehr, sehr jung sind, ist das auch eine mega coole Sache. Ich möchte euch Danke sagen für all euer Geben, für alle Finanzen, für alles, was ihr gibt, weil ohne eure Treue von den Finanzen wäre es nicht möglich, was wir machen, weil die Kirche ist aufgebaut, nicht eine Person, die alles gibt, das wäre immer schön. Es sind Tausende von Menschen, die sagen, hier ist mein Beitrag, hier ist mein Talent, hier ist meine Finanzen und ich möchte diese Church wunderschön machen. Amen? So, liebe Leute, ich möchte euch nur sagen, Gott ist groß. Und er ist unser wunderbarer Immanuel. Come on.
Hey, so schön. Es sind so viele Leute da. Es war uns so eine Ehre, euch die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Falls ihr noch etwas essen oder trinken wollt, dürft ihr das draussen gerne machen. Hier ist ein richtig schöner Weihnachtsmarkt. Danke viel, viel mal, dass ihr schaut. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Weihnacht. Und danke für mal fürs Schauen. Tschüss miteinander. Bis bald zusammen. Hey, vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Leuten aufgebaut, sondern beruht auf der Großzügigkeit von vielen Menschen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, auch mit deinen Finanzen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir. Danke vielmals auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dich angesprochen. Und manchmal denkst du, ich kenne genau eine Person, die ist in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch einfach den Link, weil sie ist so einfach und so simpel und es kann ein großer Segen werden für viele, viele Menschen. Hey, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst. Und es war mega schön, dass du heute dabei warst. Und bis zum nächsten Mal.